Hier ist es also, das große Finale. Alle offenen Fragen werden geklärt, der Vorhang fällt, der große Höhepunkt, auf den die Drehbuchautoren Dunstan und Melton hingearbeitet haben, kann sich nun endlich entladen. Also hätte sich entladen können. Konjunktiv, denn dummerweise kam zeitgleich ein neuer Indie-Horrorfilm in die Kinos, der Saw komplett rasierte. Paranormal Activity came out, you know, it buried Saw for the first time. I think by this point, audiences were starting to feel like they were getting a little fatigued with the torture porn thing. Mm-hmm. Paranormal Activity came out and, you know, all of a sudden, horror fans, you know, could take their dates to a horror movie and they weren't going to throw up in their laps. And they weren't going to pass out and because of the gore and this kind of thing. They weren't going to be squeamish. Für den neuen Regisseur Kevin Greutert war das natürlich sehr unschön. Der ersetzte David Hackle, den Regisseur von Saw 5. Das Produktionsstudio hatte Hackle zurück an die Uni geschickt, damit er dort das 3D-Filmhandwerk erlernt, um bei dem bereits angekündigten siebten Saw-Film, Saw 3D, als Regisseur zurückzukehren. Moment, sollte Saw 6 nicht das große Finale sein? Wieso kommt man da jetzt mit 3D um die Ecke? Noch bevor Saw 6 in den Kinos anlief, hatte das Studio bereits zwei Fortsetzungen bestellt. Was? Die haben doch auf ein Finale in Saw 6 hingearbeitet. Das stand doch seit Jahren fest. Na und? Das kann man doch alles umschreiben und dann quetscht man halt zwei weitere Sequels in dieses Franchise. Ugh. Kevin Greutert hatte damit weniger Probleme. Er hatte bei allen vorherigen Saw-Filmen als Editor den Schnitt übernommen und kannte sich in der Materie also bestens aus. Doch lag es wirklich ausschließlich an der starken Konkurrenz durch Paranormal Activity, dass der Film an den Kinokassen so abgesoffen ist? Oder steckt doch mehr dahinter? Das schauen wir uns jetzt mal an. Saw 6 geht von Anfang an in die Vollen und versprüht direkt mal ein paar deftige Dschungelcamp-Ekelkäfer-Vibes. Käfer? Kakerlaken gehören zur Ordnung der Schaben, nicht der Käfer. Was weißt du eigentlich? Du bist mir auch so eine Schabe. Neben den freundlichen Schaben befinden sich aber noch zwei Tiere in dem Raum, die viel gefährlicher sind. Kredithaie. Bedenkenlos teilen sie an Leute Kredite aus, die diese niemals zurückzahlen können. Sie sind Raubtiere. Heute werden sie selbst zur Beute. Simone und Eddie müssen ihr eigenes Fleisch herausschneiden und auf eine Waage legen. Wer mehr Fleisch opfert, überlebt. Mal ganz abgesehen davon, dass Eddie den einen oder anderen Rettungsring mehr hat, den er aus sich herausschneiden kann, scheint auch sein Commitment zu der Aufgabe ein paar Pfunde schwerer zu sein. Ich sterbe hier nicht für dich, Mist! Nachdem Eddie sein frisch filetiertes Bauchsteak abwiegt, sonst noch was? Realisiert Simone zwei Dinge. Erstens, sie hätte mal lieber öfter zu KFC gehen sollen. Und zweitens, um zu überleben, muss sie mehr als nur ein paar Finger abschneiden. Sie geht auf Nummer sicher und schneidet sich den kompletten Arm ab. Mit diesem verwegenen Manöver schnappt sich Simone, im wahrsten Sinne des Wortes, den Sieg. Die Schauspielerin von Simone, Tenetra Howard, hat ihre Rolle in Saw 6 übrigens in einer amerikanischen Reality-Show gewonnen. In der Show Scream Queens traten Amateurschauspieler gegeneinander an und mussten ihre Fähigkeiten als Final Girl unter Beweis stellen. However, two of you excelled in showing us vulnerability, fear and finally heroism. You manifested a quality that is absolutely imperative for a Scream Queen. Of course, only one of you will land that breakout role in Saw 6. Die Falle im Intro visualisiert für mich den Zustand, in dem sich das Franchise in diesem Moment befunden hat. Es geht nur noch um billige Schockmomente, Torture-Porn, Raffinesse oder gar psychologische Komponenten in Jigsaw-Fallen spielen keine Rolle mehr. Hier steht die Quantität an blutigem Fleisch wortwörtlich im Fokus und überdeckt alles andere. Aber ich gebe ja zu, bei diesem Film etwas anderes zu erwarten, war auch recht unrealistisch. Das Intro knattert rein und wir sehen Cecile, der mit Amanda im Auto sitzt. Cecile war der Junkie aus Saw 4, der für den Tod von Jigsaws ungeborenem Sohn verantwortlich war. Hier liegt was in der Luft. Oh, ich spüre eine Spur. Nee, es ist keine Spur. Es ist ein an den Haaren herbeigezogener, völlig bescheuerter Plottwist. Da schnalle ich mich vorsichtshalber schon mal an. Nach diesem kurzen Teasing schneiden wir zurück zum Ende von Saw 5. Detective Hoffman hat Agent Strom in eine Falle gelockt und ihn zu Matschepampe zerquetscht. Außerdem hat er alles so inszeniert, dass die Polizei denkt, dass Agent Strom Jigsaws Komplize war. Hoffman ist also fein raus und alles verlief für ihn nach Plan. Nicht so nach Plan verläuft das Gespräch von Harold mit William. Das ist der Direktor der Versicherungsfirma Umbrella Corporation. Ich meine natürlich Umbrella Health. Ist auch egal, wir lernen daraus, Firmen mit Umbrella im Namen sind offensichtlich böse. Harold hat jahrelang als Versicherungsnehmer eingezahlt und will jetzt Leistung sehen. Umbrella Health sieht das aber anders. Ich bin herzkrank, das hat doch nichts mit einer zahnärztlichen Behandlung vor 30 Jahren zu tun. Kieferoperationen lassen in der Regel Narbengewebe zurück. Sie elender Verbrecher. Wo sind halt die Regeln, Harold? Ach ja, die Versicherung. Der gute alte Sündenbock.
Ich habe selbst 2 Jahre bei einer Versicherung gearbeitet, deshalb hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Saw 6 schneidet bei vielen Kritikern gar nicht mal so schlecht ab, vor allem weil viele die Gesellschaftskritik am amerikanischen Gesundheitssystem loben. Ich persönlich sehe das differenzierter und finde es eher gemütlich, dass man sich hier die Low-Hanging Fruit in Gestalt des Versicherungswesens geschnappt hat. Versicherungen treffen sicherlich moralisch fragwürdige Entscheidungen, aber nach meinen Erfahrungen sind die meisten dieser Fälle bei weitem nicht so eindeutig, wie in dem Beispiel, das sich Saw 6 herausgepickt hat. Ich habe während meiner Zeit in der Konzernkommunikation bei einer großen Versicherung verschiedene Fälle von Schadenregulierern recherchiert. Schadenregulierer sind die Leute, die rausgeschickt werden, wenn ein Schadenfall vor Übernahme der Kosten durch die Versicherung nochmal händisch geprüft werden muss. Und dabei gab es nicht nur unzählige Graubereiche, bei denen die Versicherung dann trotzdem zugunsten des Geschädigten entschieden hat, sondern auch sehr viele Fälle, in denen die Kunden die Versicherung betrügen wollten. Da tauchen dann nach Aussage des Versicherungsnehmers auf einmal 3 Skiausrüstungen und wertvolles Porzellan im Bettkasten auf, als es darum ging aufzulisten, was nach einem Einbruch alles gestohlen wurde. Oder es wurde behauptet, dass man nach einem zünftigen Vereinsfest der Kegelfreunde nur 2 Bier hatte und eine Stolperverletzung definitiv nichts mit einer Alkoholisierung zu tun haben könne. Damit möchte ich die Versicherung jetzt nicht pauschal in Schutz nehmen. Mein Punkt ist nur, dass es innerhalb dieses Themenkomplexes definitiv interessantere Fälle gegeben hätte. Eine differenziertere Beleuchtung auf Versicherungen wäre um einiges spannender gewesen. In Saw 6 beschränkt man sich aber ganz klar darauf, einen Täter und ein Opfer zu benennen. Wobei ich natürlich nur über die deutsche Versicherungsbranche sprechen kann. In Amerika ist das alles ein bisschen anders, da gibt es ja keine gesetzliche Krankenversicherung. Wenn sich jemand von euch auskennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nachdem William dem Versicherungsnehmer gezeigt hat, wer der Boss ist, schaut er am Hundezwinger nach dem Rechten. Wer hat die falsche Angabe entdecken können? Die Kampfhunde. Diese sympathische Riege findet Diskrepanzen in Kundenverträgen, damit die Versicherung Geld sparen kann. Und potenziell Leute ihren Versicherungsschutz verlieren oder gar nicht erst versichert werden. Terminator schlägt erneut zu. Und wenn ihr jetzt denkt, dass dieser Terminator cringe ist, dann lasst uns bitte nicht Sherman vergessen. Den Sherminator? Ja, okay, Sherman, was auch immer. Ich bin ein hochentwickelter Sexroboter, gekommen durch Zeit und Raum. Und jetzt ändere ich die Zukunft einer glücklich Auserwählten. In der Zwischenzeit spricht Detective Hoffman mit der Überlebenden seines letzten Spiels. Völlig unverdächtig fragt er sie, ob sie aus ihren Erlebnissen wohl etwas für ihr Leben gelernt hat. Was soll ich daraus lernen, verdammte Scheiße? Sehen Sie sich meinen Arm an! Jigsaws Methode zur Rehabilitierung funktioniert nicht? Was? Wer hätte damit nur gerechnet? Hoffman kommt danach in die Gerichtsmedizin. Dort wartet Agent Erickson, der Dude mit dem Knopf im Ohr aus Saw 5 und Agent Perez. What? Ich dachte, die wäre tot. Das dachte auch Detective Hoffman, aber Erickson hat ihren Tod nur gefaked. Er wollte sie beschützen, weil er nicht sicher war, wer der Komplize von Jigsaw ist. Und wenn ihr meine Review zu Saw 5 gesehen habt, dann wisst ihr, dass er mich mit diesem Täuschungsmanöver heftiger rangekriegt hat, als Bruce Willis den Typen am Flughafen in dem Film Lucky Number 11. Das ist ein Kansas City Shuffle. Alle gucken nach rechts, während du linksrum gehst. In der Gerichtsmedizin erklärt Erickson, dass es eine Auffälligkeit bei dem neuesten Opfer von Jigsaw gibt. Er hat das Puzzleteil mit einer gezackten anstatt mit einer glatten Klinge herausgeschnitten. Das einzig andere Opfer, bei dem das so war, war Seth. Also der Mörder von Hoffmans Schwester. Nur, dass wenn wir nochmal in Saw 5 reinschauen, deutlich zu erkennen ist, dass auch hier ein Messer mit glatter Klinge benutzt wurde. Aber wir wollen mal nicht so sein, diesen ganzen aufgeblähten Kuddelmuddel konsistent zu halten. Ist mittlerweile sowieso unmöglich. Und wenn wir schon bei Kuddelmuddel sind, in den nächsten Szenen besucht Hoffman die Ex-Frau von Jigsaw, Jill. Und es stellt sich ganz casual heraus, dass die die ganze Zeit eingeweiht war. Walla, Krise. Junge, was ist hier denn los? Im Film wird das einfach als gegeben etabliert und nicht weiter darauf eingegangen. So als wäre diese Enthüllung etwas völlig Nachvollziehbares und Normales gewesen. Für mich steht das immer noch in krassem Gegensatz zu allem, was wir über Jill und John in Saw 4 erfahren haben. Aber als ich noch dabei war, diesen entarteten Plotbrocken herunterzuwürgen, stellte sich mir außerdem die Frage, was Jill für seltsame Lichtschalter in ihrem Büro hat. Das Büro war dunkel, sie ist reingegangen, hat den Schalter umgelegt und dadurch ist die Lampe auf dem Tisch angegangen? What the fuck? Ich bin kein Elektriker, aber diese Verkabelung erscheint mir schon sehr wunderlich. Hoffman erklärt Jill, dass er ein neues Spiel starten will und zischt danach ab. Es folgt ein Flashback mit John, der seiner Frau erzählt, dass ihre Arbeit in der Junkie-Klinik sinnlos ist und die einzige Möglichkeit, Menschen zu retten, darin besteht, sie grausam zu foltern. Uiuiui, das klingt aber ganz schön negativ, wenn man das so formuliert. Ich bin mir sicher, John würde das ein bisschen anders formulieren. Erst wenn man den Tod dicht vor Augen hat, erst dann erkennt man den Wert des Lebens. Der Beweis, dass es funktioniert, steht hier vor dir. Amanda? Moment, stopp.
Du willst mir erzählen, dass du dich seit 5 Minuten mit John unterhältst und nicht gesehen hast, dass Amanda auch noch im selben Raum steht? Und nachdem jetzt 26 Minuten Pseudo-Plot etabliert wurde, geht es endlich ans Eingemachte. Jigsaw 2.0 entführt den herzlosen Versicherungsdirektor und steckt ihn in sein persönliches Folterfallen-Labyrinth. Er muss 4 Aufgaben bestehen, sonst explodieren die Fesseln an seinen Hand- und Fußgelenken. Im ersten Spiel tritt er gegen den Hausmeister der Versicherung an. Der muss spielen, weil er Kettenraucher ist. Was? Weil er Raucher ist? Wer ist als nächstes dran? Leute, die gesättigte Fettsäuren essen? Warum Jigsaw seine Leute in Fallen einspannt, ist mittlerweile absurder geworden als die Dialoge in Filmen mit Nicolas Cage. Very gentle with the boat. Auf jeden Fall geht es in dem Spiel darum, die Luft anzuhalten. Wer zuerst einatmet, der bekommt den Brustkorb zerquetscht. And what it is, these little rib cutouts here and these little panels open up, pushes the coals out of the way. There's gonna be a blood bag glued onto it, and when these panels open up, they actually break the blood back onto the clothes. Oh, lovely. Natürlich ist dieses Spiel ziemlich unfair für den kettenrauchenden Hausmeister mit schwarzer Teerlunge. Aber hey, irgendwie muss Jigsaw ja zusehen, dass sein Hauptspieler nicht direkt in der ersten Runde drauf geht. Übrigens wurde dieses Spiel noch vom originalen Jigsaw designt. Dieses gottverdammte Superbrain hat sogar noch alle Tapes dafür aufgenommen. Bevor er abgekratzt ist, hat er die mit allen weiteren Informationen in einen Umschlag gesteckt und seiner Frau und Hoffman vermacht, damit sie seine Spiele weiterführen. Das ist auf so vielen Ebenen Quatsch. Das muss ich auch nicht weiter kommentieren. Selbstverständlich kann William die Luft dann länger anhalten als der Fluppennuckler. Sein Brustkorb wird zerquetscht und William findet den ersten Schlüssel, um eine der 4 Sprengsätze zu öffnen. Darunter befindet sich ein Tattoo, das ihn an eine Begegnung mit John Kramer erinnert. Ehe ein Mensch nicht dem Tode ins Auge sieht, kann man unmöglich sagen, ob er auch den Willen hat zu überleben. Imagine, ihr seid auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in einer Rehabilitationsklinik und der Ehemann der Veranstalterin ist super wunderlich und sagt sehr viel schräges Zeug. William kommt bei seinem nächsten Test an. Er muss jetzt entscheiden, ob er seine Sekretärin oder seinen Büroboten retten will. Diese Entscheidung steht symbolisch für sein Auswahlverfahren bei der Versicherung. Seine Sekretärin ist alt und hat Diabetes. Laut den Kriterien der Versicherung wäre sie es weniger wert, gerettet zu werden. Allerdings hat sie Familie und Kinder. Der Bürobote ist zwar bei besser Gesundheit, hat aber keine lebenden Verwandten. William entscheidet sich schließlich für die Oma mit Familie und besiegelt das Todesurteil für den Postboten. RIP. William entfernt die 2. Handfessel und es gibt einen weiteren Flashback. Die Versicherung hatte Johns Bitte auf Kostenübernahme einer alternativen Krebstherapie abgelehnt. Und auch ein direktes Gespräch mit William ändert daran nichts, denn... Es gibt da Richtlinien, John. John findet das nicht sehr nachvollziehbar und hält eine feurige Rede über die Verdorbenheit des amerikanischen Gesundheitssystems. Wussten Sie, dass in asiatischen Ländern die Leute ihren Arzt bloß bezahlen, solange sie gesund sind? Wenn sie krank sind, stellen sie die Bezahlung ein. Das Scheißsystem hier läuft andersrum. Übrigens hat John diese Krebstherapie dann doch gemacht, aber halt auf seinen eigenen Nacken. Nur leider hat diese Therapie nicht so angeschlagen, wie ihm die Ärzte das versprochen haben. Und genau darum geht es in Saw X von 2023, der ja bekannterweise zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt. I still have a lot of work that needs to be done. In der Zwischenzeit erhält Detective Hoffman einen Anruf von Erickson. Er bestellt ihn zu sich, weil er mit ihm etwas besprechen möchte, das er herausgefunden hat. Hoffman bekommt Puls, macht sich aber trotzdem auf den Weg und es gibt einen weiteren Flashback. Wir sehen, wie die Jigsaw-Crew, bestehend aus Hoffman, Amanda und Papa John, die Folterbankfalle aus Saw 3 einrichten. John sieht, wie Hoffman Timothy aus dem Schubkarren schmeißt und stellt ihm folgende Frage. Gefällt es Ihnen, Menschen derart brutal zu behandeln? Daran erkennt man sehr gut, wie hart sich John mittlerweile von der Realität entfernt hat. Obwohl er selbst Menschen brutal gefoltert und getötet hat, stellt er sich moralisch über Hoffman. In seiner Philosophie sieht er sich als Retter, Erlöser, jemand, der anderen Menschen dazu verhilft, neugeboren zu werden. Das ist ein Level an Doppelmoral, das wirklich seinesgleichen sucht. Danach schiebt Amanda John nach draußen, direkt in die Arme eines klischeehaften Dialogs. John, bitte hör auf. Please do not do this. John, der alte Rebell, tut es aber natürlich trotzdem. Agent Erickson und Perez erzählen Hoffman, was sie herausgefunden haben. Die Fingerabdrücke, die sie von Agent Strom bei dem neuesten Jigsaw-Spiel gefunden haben, sind auffällig. Sie stammen wohl von einer Leiche. Agent Strom ist wohl tot. Außerdem ist die Stimme auf dem Tape des Pendelfallenmords nicht die von John Kramer. Und als sie die Stimme dann schließlich entzerrt haben, bricht die Hölle los. Im Augenblick fühlen sie sich hilflos. Ein weiterer guter Grund, um sich von Kaffee fernzuhalten. Hoffman geht komplett berserk, metzelt seine 3 Kollegen hin und fackelt danach die gesamte Bude ab. Danach setzt er sich ins Auto und fährt zu William, um den Fortschritt des Spiels zu beobachten. Dieser Dude hat mittlerweile das Versteck von Freddy Krueger betreten. Ich meine, gebt euch dieses Labyrinth aus rötlichen Rohren und heißem Dampf.
der übrigens echt war. There's the background steam that just adds to the ambience of the set, and a lot of that is real steam, because nothing really looks like real steam but real steam. William muss seiner Justiziarin jetzt helfen, den Raum zu durchqueren. Sie muss einen Weg durch einen Käfig mit heißem Dampf und aufgehitzten Metallplatten finden. William kann ihr dabei helfen, indem er Ventile schließt. Dabei wird er aber selbst verbrannt. Die Justiziarin schafft es, stellt dann aber fest, dass der Schlüssel für das Bolzenschussgerät um ihre Taille in der Hüfte von William steckt. Daraufhin will sie ihm mit einer Kreissäge direkt an den Booty, dem geht das aber alles etwas zu schnell und er will seine Kleidung erstmal anbehalten. Spießer. Auch ein gezielter Hodenkick, der im Kontext der Situation unfreiwillig komisch war, kann William nicht davon überzeugen, ihn endlich herauszuholen. Ich soll ihn raus! Also doch kein Spießer. William ist aber nicht schnell genug, wodurch die Justiziare nicht seinen Schlüssel in den Bauch bekommt, sondern einen langen, harten Stab ins Gesicht. William betritt den nächsten Raum und findet seine Kampfhunde, die auf einem Karussell festgebunden sind. Und wie heimtückisch und gefährlich die Dinger sind, wissen wir alle von diversen Fail-Compilations. Welche Drogen müssen im Spiel sein, dass jemand auf die Idee kommt, sein Moped an so ein Ding zu halten? Und auch die Crew von Saw 6 hat die Gefahr dieses Geräts nicht unterschätzt. We keep it as comfortable as possible for them. We have a standby nurse. She'll have a whole variety of stomach nausea medicine, and I'm hoping that nobody gets really sick. William muss jetzt entscheiden, wen er von den Kampfhunden retten möchte. Eine Schrotflinte wird jetzt nach und nach seine Kollegen erschießen, außer er steckt seine Hand in eine Art Locher und verhindert den tödlichen Schuss. Das Problem ist, er kann nur 2 von den 6 retten. Viele Saw-Fans und auch Kritiker feiern diese Falle wegen des Chaos und der Dynamik zwischen den Kampfhunden. Anfangs flehen sie noch, später beginnen sie dann damit zu lügen. Eine Frau behauptet zum Beispiel, dass sie schwanger sei. Und danach reden sich alle gegenseitig schlecht. Dies spiegelt ihre moralisch verdorbene Rolle wider, die sie in dem Versicherungssystem eingenommen hatten. Und es gibt eine weitere Parallele, 2 von 6 müssen sterben, also 2/3. Genauso hoch ist die Anzahl der Anträge, die sie in ihrer Rolle als Kampfhunde abgelehnt haben. Und ja, ich verstehe den gesellschaftskritischen Aspekt dieser Falle, allerdings fehlt ihr meiner Meinung nach die wichtigste Komponente. Die Überlebenschance, die die Spieler selbst in der Hand haben. Die Kampfhunde sind vollkommen abhängig von Williams Entscheidung. Das widerspricht für mich fundamental der Philosophie von Jigsaw und beraubt der Falle sämtlicher Raffinesse und psychologischer Effektivität. Aber klar, das erleben wir ja bereits seit Saw 3. Und dazu kommt noch, wie öde diese Falle ist. Ja wow, da sitzen Leute auf einem Karussell und die werden von einer Schrotflinte erschossen. Nee Leute, das ist doch komplett unoriginell. William kann 2 der Kampfhunde retten und irrt danach weiter durch das Labyrinth an Fallen. Und wenn ihr Lust habt, könntet ihr auch mal durch so einen teuflischen Jigsaw-Irrgarten stolpern. In den Six Flags Freizeitparks in Amerika gibt es Saw-Geisterhäuser. Und obwohl ich diese Art der Attraktion übelst albern und bescheuert finde, respektiere ich dennoch das Commitment der Designer. Die haben die Saw-Geisterhäuser nämlich so optimiert, dass wirklich alle Sinne penetriert werden. So when you walk into the bathroom, not only does it look like the bathroom from the Saw film series, we hit every single detail, but also it smells like a bathroom. So we work with these companies that make specialized scents, and yes, they actually make a urine scent. So we pump in the smell of urine as you're walking through the bathroom. So it really assaults all your senses. William kommt vor Ablauf der Zeit zum finalen Test. Dort warten seine Frau und sein Sohn auf ihn. Zumindest hatte der Film den Zuschauern den Eindruck vermittelt, dass diese beiden seine Familie sind. Ich weiß nicht mal, warum wir hier sind. Wir sind hier gefangen wegen deines Vaters. In Wirklichkeit sind sie aber die Familie von Harold, also dem Typen vom Anfang, dem William die Bezahlung verweigert hat. Diese beiden können jetzt entscheiden, ob sie William leben lassen oder ihn mit Säure umbringen wollen. Ich kann nicht. Puh, Glück gehabt. Es gibt also doch noch Vergebung. Du mieser Wichser hast meinen Vater umgebracht. That's unfortunate. Brent, von dem ich legit dachte, dass er von Ezra Miller gespielt wird, legt den Schalter um, wodurch eine Metallkonstruktion mit spitzen Enden von oben herunterklappt und William die Säure injiziert. Was wäre eigentlich passiert, wenn William auf der anderen Seite des Ganges gestanden hätte? Dann hätte diese Falle ihn einfach verfehlt. Ah ja, und wenn ihr euch jetzt auch noch fragt, wer das da eigentlich ist... Die ist irgendwie Williams Schwester... Aber im Endeffekt spielt das überhaupt keine Rolle in diesem Film. Nachdem der Folter-Arc abgeschlossen ist, müssen wir noch die Geschichte um Detective Hoffman auflösen. Der kam gerade zurück, um die finale Entscheidung von Ezra Miller mitzuverfolgen, da bemerkt er eine Notiz auf dem Schreibtisch seiner Kommandozentrale. Die Notiz ist eine Kopie des Zettels, den Hoffman Amanda in Teil 3 zugesteckt hat. Wir erinnern uns, in einer winzigen Szene hatten wir damals gesehen, wie Amanda einen Briefumschlag öffnet und daraufhin anfängt, die Fassung zu verlieren. 3 Filme später stellt sich dann heraus, dass die Nachricht von Hoffman war. Amanda war damals mit Cecile auf Junkie-Tour gewesen. Ihr erinnert euch an die Szene am Anfang dieses Films? Und die beiden hatten die Idee, der ollen Jill von der Drogenklinik ein bisschen Haze abzuziehen.
Wie wir alle aus Saw 4 wissen, hat Jill damals ihren ungeborenen Sohn verloren. Amanda war bei diesem Manöver also mit am Start und indirekt mitverantwortlich für den Tod von Johns Sohn. Leute, gut, dass ich mich angeschnallt hatte. Diese Enthüllung ist nämlich dermaßen borderline bescheuert und an den Haaren herbeigezogen, wie ich das vermutet hatte. Hoffman wusste irgendwie davon und hat Amanda damit erpresst. Was erklärt, warum sie so unbedingt Lynn erschießen wollte am Ende von Saw 3. Das wiederum führt eben dazu, dass Jeff aus Saw 3 sie erschießt und Detective Hoffmans Plan, sich allen zu entledigen, ging perfekt auf. Sure. Und unser Mastermind Jigsaw, der seit 3 Filmen alles perfekt vorhergesehen hat, weiß genau dieses Detail von Amanda nicht. Nee, das sehe ich nicht. Auf den Schock, diese Notiz vorzufinden, setzt sich Hoffman erstmal hin. Was ein Fehler war. Jill überrascht ihn von hinten und aktiviert einen Stromschocker unter dem Stuhl. Danach setzt sie ihm die Bärenfalle auf, die John ihr aus genau diesem Grund in der geheimnisvollen Kiste mit vermacht hat, fesselt seine Hände und lässt ihn zum Sterben zurück. Hoffman ist aber mindestens genauso gewieft wie Agent Strom aus Saw 5, denn er bricht sich die Hand, um sich zu befreien und schiebt die Bärenfalle danach zwischen die Gitterstäbe der Tür. Die Falle reißt zwar seine Backe auf, er kann sich allerdings befreien und überleben. Und so endet dieser Film. Wobei, es gibt noch eine Post-Credit-Szene. In dieser Szene spricht Amanda mit der Tochter von Jeff. Die war am Ende von Saw 3 noch eingesperrt, Detective Hoffman hat sie dann in Saw 4 befreit und sich als White Knight ausgegeben. Amanda flüstert ihr zu, dass sie dem Mann, der sie retten kommen wird, nicht vertrauen soll. Was auch immer uns das sagen soll für die Sequels? Naja, nichts sagen war Saw 6 bei den Fans auch an den Kinokassen. Der Film floppte, also im Verhältnis der anderen Saw-Teile. Er spielte weltweit knapp 70 Millionen Dollar ein, wodurch sich die Einnahmen im Vergleich zu den goldenen Saw-Zeiten fast halbierten. Bei den Kritikern kam der Film etwas besser an als seine Vorgänger, die treue Fanbase stand auch weiterhin hinter Saw. Laut dem Regisseur von Saw 5, David Hackel, lässt sich die schlechte Performance auf die starke Konkurrenz durch Paranormal Activity zurückführen. Sicherlich hat das eine Rolle gespielt, ich glaube aber ebenso, dass ein wesentlicher Teil des Misserfolgs von Saw 6 an dem sehr, sehr schwachen fünften Teil liegt, den ja David Hackel verbrochen hatte, da ist es klar, dass er die Schuld jetzt eher bei der Konkurrenz und weniger bei seinem eigenen Film sieht. Denn dass der gemeine Kinogänger in 2009 nicht die Zeit oder das Geld hatte, um sich 2 Horrorfilme im Kino zu gönnen, das halte ich für unwahrscheinlich. Habt ihr Saw 6 damals im Kino gesehen oder habt ihr ihn übersprungen? Lag es womöglich an Paranormal Activity? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das Finale von Saw 6 sowas von reinscheppern würde, dass mir die Kauleiste verbogen wird. Schließlich hatten die Drehbuchautoren Dunstan und Melton seit Teil 4 auf diesen Moment hingearbeitet. Alle Fragen sollten aufgeklärt werden und die Hoffman-Trilogie würde man in einem grotesken Schwall aus Blut, Fleisch und Säure gebührend abschließen. Aber nein. Nicht nur teast das Ende schon wieder ein weiteres Sequel an, Saw 6 ist zu großen Teilen auch absolut baugleich zu seinen beiden Vorgängern. Kein großer Abschiedsknall, keine Originalität, Fließbandarbeit vom Feinsten. Statt Saw 6 hätten sie den Film auch einfach Saw It Already nennen können. Der seit Saw 3 etablierte Fallen-Hindernis-Parcours kehrt zurück, ebenso die zersplitterte Handlung, die kaum Raum für Charakterentwicklung lässt. Und das will was heißen, wenn wir von den Protagonisten, die seit 3 Filmen schon dabei sind, noch immer weniger wissen als Andreas Scheuer über deutsche Autobahnen. Was zum Geier sind denn jetzt Hoffmans Motive? Warum tötet er weiterhin auf Johns Nachlass Menschen? Glaubt er Johns Rehabilitations-Wiedergeburtsquatsch? Erpresst ihn John über seinen Tod hinaus? Während mich diese Oberflächlichkeit in Hoffmans Charakter lediglich zum Schwanken brachte, gaben mir die neuen Enthüllungen aber den endgültigen Knockout. Amanda ist mitverantwortlich für die Fehlgeburt von Jill? Hoffman wusste etwas, was Mastermind Jigsaw nicht vorhergesehen hat? Alter Schwede, das ist mittlerweile sowas von absurd geworden. Saw war am Anfang mal ein Sportschuh, der sich mit festem Sitz um einen gesunden Fuß gehüllt hat. Dann ist dieser Fuß irgendwann angeschwollen und ihm sind an der Ferse weitere Zehen gewachsen. Egal wie hochwertig der Schuh jetzt auch sein mag, er kann über diesen entarteten Fuß nicht mehr richtig übergestülpt werden, egal wie sehr man schiebt und presst. Akzeptiert man diesen Irrsinn des Plots, und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich jemand den 6. Teil dieses Franchise anschaut und darauf nicht eingestellt wäre, dann hat Saw 6 aber durchaus ein paar Schmankerl zu bieten. Die moralische Lektion über unsere Gesellschaft und Versicherungsunternehmen ist ein interessanter Ansatz, auch wenn er leider zu oberflächlich und platitüdenhaft bleibt. Das Storytelling ist wieder dichter geworden und auch die Billo-Fernseh-Telenovela-Optik von Teil 5 kehrt in weiten Strecken auf ein erträgliches Maß zurück. Die Inszenierung der Fallen und die bildästhetische Gestaltung im Schnitt haben mir gut gefallen. Anstatt ständig voll draufzuhalten, gibt es wieder einige psychologische Ansätze, die für mich die Spiele immer deutlich interessanter gemacht haben, als besonders viel Blut oder Gore zu zeigen. Die grundlegenden Ideen hinter
hinter den Fallen aus Saw 6 empfand ich aber als nicht sehr originell. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Saw 6 die bisher schwächsten Folterfallen hatte. Dass der Chefbühnenbildner David Hackel während des Drehs auf der 3D-Universität war, um sich auf Teil 7 vorzubereiten, hinterlässt definitiv Spuren. Saw 6 ist ein weiterer repetitiver Eintrag in das Franchise und kann die Erwartungen an ein denkwürdiges Finale nicht erfüllen. Für mich ist Saw 6 in nahezu allen Belangen auf dem gleichen Level wie Saw 5, nur bei seinem Pacing und der Gesellschaftskritik hat er die Nase vorne. Saw 6 erhält also von mir 6 von 10 Punkten. Wenn euer Blutdurst noch nicht gestillt ist, dann schaut euch doch mal meine Reviews über Freitag der 13. an. Die gibt es hier oben, hier unten gibt es noch ein anderes Video und ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Dann entgehen euch keine neuen Videos. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns schneller als ihr denkt. Auf Wiedersehen.